Also das wird für uns alle herausfordern, vermutlich schon ab Herbst, spätestens dann im Winter, was man tun kann im Kleinen, um zu sparen. Bisschen was haben wir schon gehört. Es gibt noch mehr Ideen, dazu online mehr auf brisant.de. Den Artikel lassen wir stehen. Ich glaube, wir werden ihn länger brauchen. So, wir freuen uns jetzt hier auf Christine Eggert. Die hat eine ganz interessante Mission. Sie ist nämlich Gehörlosen-Influencerin. Sie macht sich also stark für dieses Thema. Sie verrät bei Social Media, wie sie so lebt, wie es ist mit ihren Kindern im Alltag. Das macht sie ganz überzeugend. Und jetzt haben wir sie getroffen zum Gespräch. Und da lag es an uns, dass wir erst dachten, oh, wird das vielleicht schwierig. Aber sie hat es uns sehr leicht gemacht. Und sie hat uns noch etwas verraten. Und zwar, wie würde denn eigentlich Brisant in Gebärdensprache aussehen? Und da sehen Sie schon, brisant.